and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, then you really ought to show it. If you're happy and you know it, clap your hand. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. Ja, herzlichen Dank noch einmal an die Roboter, die dieses Stück extra für Linz und für diese Gala einstudiert haben. Damit kommen wir zum zweiten Teil des Abends, wo es jetzt darum geht, zum einen natürlich die großartigen Preisträgerprojekte und die Künstlerinnen und Künstler dahinter ein bisschen vorzustellen, aber wir werden Ihnen zwischendurch dann auch noch die ein oder andere Kleinigkeit, exquisite Kleinigkeit aus dem Festival zeigen, um einfach auch ein bisschen Lust und Werbung zu machen, das Programm diese Woche auch noch zu besuchen. Bei den Preisträgern, wenn wir diesen Teil einsteigen, dann würde ich gerne als erster eben die Kategorie Digital Communities vorstellen. Das ist eine Kategorie, die haben wir im Jahr 2004 gegründet und in der geht es einfach um all jene Projekte und Initiativen, wo Menschen das Internet dafür nutzen, um einfach Lebenssituationen für die Gesellschaft, für einzelne Menschen zu verbessern, weiterhin zu entwickeln, Offenheit in der Gesellschaft zu schaffen. Und damit wir dieses Preisträgerprojekt des heurigen Jahres wirklich richtig verstehen, muss ich Sie jetzt bitten, ein bisschen weit mit mir auszuholen. Wir müssen uns nämlich jetzt etwas vorstellen, was für uns Österreicher sehr schwierig ist. Stellen Sie sich vor, Sie leben in einem Land, in dem zum Beispiel Minister Geld dafür kassieren, dass sie Gesetze und Verordnungen erlassen, die großen Konzernen genehm sind. Oder weiß nicht, in dem zum Beispiel Staatsbürgerschaft gegen Parteispenden angeboten werden, in dem der Finanzminister vielleicht die Steuern hinterzieht, in der Manager von staatseigenen Betrieben Aktien, aber das ist alles ein Blödsinn. Ich glaube, wir können uns das sowieso nicht vorstellen hier in Österreich. Darum glauben Sie mir eines. Ja, ist ja so. Ne? Aber glauben Sie mir, es gibt Länder, in denen nicht nur Korruption stattfindet, sondern, und das ist das Besondere, in denen die Bürger auch aufstehen und sich dagegen wehren. Und sie nutzen die Möglichkeiten, die uns das Internet dafür bietet und kämpfen für mehr Transparenz im Staat. Ein so ein Land ist Chile und dort gibt es die Fundación Ciudadano Inteligente. Das heißt so viel wie der Verein der gescheiten Leute. Und für ihr Projekt haben sie heuer die goldene Nika in der Kategorie Digital Communities bekommen. Zusammen sind wir stärker, so lautet das Motto der chilenischen Non-Profit-Organisation Fundación Ciudadano Inteligente. Gegen die scheinbare Übermacht der Politiker setzt die Internet-Community auf interaktive Zusammenarbeit der Bevölkerung. Über die Grenzen von Chile hinaus ist es ihr Ziel, ein politisches Bewusstsein für die Vorgänge in Lateinamerika zu schaffen und vor allem die Bürger zu informieren. Auf der Homepage kann man sich konkrete Informationen über amtierende Parteien mit wenigen Mausklicks beschaffen. Auch Wahlinhalte werden übersichtlich erklärt und Basisinformationen vermittelt, wie zum Beispiel, wie macht man eigentlich Gesetze und wie kann ich mich als Bürger daran beteiligen.
Gegründet wurde die Fundación Ciudadano Inteligente im Vorfeld der chilenischen Präsidentschaftswahlen 2009, um Licht in das Wahlkampfdickicht zu bringen. A nadie le vamos a dar ningún cheque en blanco. Heute betreibt die Fundación mehrere Webseiten, sammelt Anfragen an Regierungsstellen und veröffentlicht die Reaktionen im Internet. Durch den Einsatz neuer Medien macht die Fundación Ciudadano Inteligente politische Bildung jedem zugänglich. Ja, und der Mann, der ganz wesentlich hinter diesem Projekt steht, ist Felipe Häuser. Er ist aus Chile zu uns gekommen. Ich darf dich auf die Bühne bitten. Ja, Felipe, congratulations for the project and this prize. Thank you very much. And of course, one of the main questions here is, I mean, this project, I think it takes a while to set up such a project. You need a lot of people. You have to convince people. You need infrastructure. How were you able to pull off this or such a project? I think the best thing about the internet is that actually you don't need much time. You just need enthusiasm of people that are committed to do something right with the web. You know, we're all amazed about technology and the nice stuff we can do, the websites, applications, visualizations. But at the end, you can do interesting things when you're committed to it. Technology is just, it's just an instrument. You need people that are enthusiastic and committed to improve public policy, the way the government works, improve transparency and how the people can participate. If you have that, if you have people committed, then it's very easy just to, you know, Do you have any idea how many people are really involved? I mean, this is a well, in Ciudadano Inteligente, we have a team of about 25 people working in Santiago, Chile. Though we are based in Chile, we aim to work Latin American-wise, so the tools we develop are easily deployable for the Latin American context, and also, hopefully, for the developing country context. You know, we face constraints that sometimes other developed countries don't face, and hopefully the stuff we develop may be used by others. So it's a team of about 25 people, but the users, it's hundreds, it's thousands of people that go online, connect, and collaborate on the web with us. Mm-hmm. And we have to mention also, Felipe is not a hacker or a computer nerd. Actually, you are a lawyer, so yes. You're a serious person doing this project. So how do you think, I mean, do you really have a chance to change something? I think we all have an opportunity. Technology in itself is not the goal. You can change things will depend on the way you use technology. Mm-hmm. Again, as I was saying, sometimes you focus about the tool and you create a great tool and everybody is amazed, nice visualizations, but at the end you can change things if you really think about the social problem you need to solve. Mm-hmm. So technology is just a tool. Nobody will replace the human being. We just need good tools to be used by good humans in the best way possible. Do you already have followers? Are there other countries taking up your idea, using your infrastructure to do this? Maybe we could use this in Austria as well? Of course, all the tools are available online, they're open source. We're working again in a Latin American aim. So the first deployment tool, we will see this in about a month in Argentina. So that's going to be our first deployment, but the code is there for everyone to use. The great thing about the web, and I think that's why we are very happy about receiving this particular award of digital communities, is that the web is about connections. It's about social communities, and the rule about this community is to be open. It's to be free. It's to do collaboration, and we absolutely feel that way. We are connected to this web. We're just happen to be based in Santiago, but we feel part of the same community that is being developed in the rest of Latin America, in Africa, and in Europe. And just to say a final thing, a final message, is that I think that the good thing about Ciudadano Inteligente is that it's a message, it's a sign that you don't need to have the outstanding or cutting edge technology or in a context that is favorable socially or economically to do something. You just need commitment. We come from a developing country with several constraints, but we're there using technology in a way that can improve people's lives. Super. Thank you very much. Congratulations. Thank you.
Please come back later for receiving the award. Thank you, Felipe Häuser.